Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 2.2.2017. Und ich habe einen ziemlich bekloppten Abend hinter mir und schon einen ziemlich seltsamen Morgen. Es hat eben an der Tür geklingelt und dann höre ich so DEVK-Notdienst. Was ist das denn? Na, lassen wir mal rein. Jetzt wollten die ja aufs Dach im Haus, weil von oben Eis runterfliegt und auf den Fußgängerweg klatscht. Ja, Dach ist zu. Das haben die ja vor 2 Jahren abgeschlossen. Und jetzt müssen die erstmal zur Hausverwaltung fahren, sich den Schlüssel holen und dann kommen sie wieder. Und dann werden sie wahrscheinlich das ganze Eis, was auf dem Dach ist und langsam runterrutscht und auf die Leute drauf knallt, abklopfen. Aber wie gesagt, vom DEVK-Notdienst habe ich noch nie was gehört vorher. Naja, gestern Abend spielen war schön. Subnautica und auch ja, Paladins, wobei wir da nur auf die Fresse bekommen haben diesmal. Aber was richtig kacke war, ist der neue Fernseher, der gestern Abend noch kam. Ist kaputt. Das Display sieht von außen heiler aus und die Box sah auch von außen heiler aus. Aber ja, der Fernseher selber, also das LED-Display, sieht total zerbrochen aus. Und habe ich gestern noch bei Amazon angerufen und dann hieß es erst, oh. Ja, nee, für das Gerät ist keine Abholung vorgesehen. Das müssen sie zur Post tragen. Ich so, hä? Ich kriege jetzt ein kaputtes Gerät und muss dann noch das Ding zur Post schleppen? Nee, so nicht. Und jetzt wird es abgeholt. Ich versuche es auch gleich heute dem DHL-Boten mitzugeben, damit ich das nicht am Montag nochmal dasselbe Prozedere habe. Und das Ersatzgerät kommt natürlich morgen am Freitag, wo ich gar nicht da bin. Muss nur mal mit meiner Nachbarin sprechen, ob die das wirklich annehmen kann. Und da muss ich einen Zettel draußen dran kleben, so nach dem Motto: Bitte Paket für Küster bei XY abgeben. Naja, war jedenfalls ziemlich ärgerlich, als ich gestern um 21:30 Uhr den Fernseher aufgebaut habe, alles hingestellt habe und mir es dann auf der Couch gemütlich mache, den Stromknopf drücke und mir so: Ach du Kacke, was ist denn da los? Wer das Bild sehen möchte, kann das auf Facebook sehen. Es ist halt, sieht richtig seltsam aus. Man sieht halt, dass das Display im Eimer ist, aber seltsamerweise nur innen drin, also nicht draußen. Draußen ist alles glatt und ohne irgendwelche Schramm oder sonstiges. Von daher denke ich mal, dass es ein Kältethema ist, dass das Gerät in der Kälte stand, dann wieder in der Wärme und dementsprechend hat es Knack gemacht irgendwann. Es war halt den ganzen Tag im Auto seit 8 Uhr. Also von daher. Ja, gucken wir mal, mit welchem Transportdienstleister Amazon den nächsten Fernseher verschickt. Ob DHL oder wieder Hermes oder vielleicht UPS, keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Donnerstag, kommt gut durch den Tag. Drückt mir mal die Daumen, dass heute Abend im Kino ein schöner Film kommt in der Sneak Preview. Und ja, ich werde jetzt versuchen, weiter wach zu werden und werde erstmal von zu Hause aus arbeiten, bis DHL dann hier war und dann geht's zurück ins Büro und da wird dann weitergearbeitet bis irgendwann heute Abend, ja. Also dann, bis morgen. Tschüss.